Herzlich willkommen. In diesem Video schauen wir uns die Aufgabe 6 von der Klausur Sommersemester 2024 an. Berechnen Sie die Determinante der Matrix A. Wenn wir uns die Matrix mal hier genau angucken, sehen wir, dass hier relativ viele Nullen stehen. Und wenn wir eine Dreiecksmatrix haben, also wenn das alles jetzt 0 ist, das heißt, wir haben die 8 und die 5 und die 1, dann können wir einfach die Determinante berechnen, indem wir die Diagonalelemente multiplizieren. Na, das ist natürlich viel einfacher, als wenn ich die Matrix komplett die Determinante berechnen mit Unterdeterminanten und so weiter, mit Zeilenstreichen und so weiter, das brauchen wir hier nicht. Also, wir versuchen einfach diese drei Werte auf 0 zu bringen. Wie machen wir das? Ich schreibe einmal nochmal die Matrix als Determinante auf. Bei der Determinante wissen wir, dass die einfach rechts und links durch Striche gekennzeichnet ist. Und jetzt möchte ich hier eine 0 stehen haben. Und da kann ich einfach zweimal die Zeile von abziehen. Ne? Also minus 2 mal Zeile 3. Hier möchte ich eine 0 haben. Das ist ein bisschen umständlich, weil ich einen Bruch habe. Wenn ich die Zeile wieder nehmen möchte, kann ich einfach minus 5 Viertel mal die Zeile 3 rechnen. Dann haben wir noch diese 1. Da nehmen wir die und das ist minus ein Viertel mal Zeile 5 und dann haben wir schon. Ja. Also obere hier, von der ziehen wir zweimal die Zeile 3 ab. Es ändern sich nur diese beiden Einträge, weil hier sonst drei Nullen stehen. Das heißt, da steht jetzt 0, 0, 0, 0 und dann haben wir 2 minus 2 mal 6, 2 minus 12 ist minus 10. Das gleiche gilt hier. Hier ändern sich wieder auch nur diese beiden Beiträge. Also können wir sagen 0, 0, 0, 1 können wir erstmal abschreiben. 0, 0, 0, 1. Und jetzt haben wir stehen minus 3 minus 5 Viertel mal 6. Und das sind minus 21 halbe. Die nächste Zeile können wir einfach abschreiben. 0, 0, 4, 0, 6. Und dann haben wir hier minus 1 Viertel Zeile 5. Da steht 1 minus 1 Viertel mal 4. Ist 0. 2 minus 0 ist 2. Dann haben wir minus 3 minus 1 Viertel mal 2. Da kommt minus 7 halbe raus. Dann haben wir da stehen 2 minus 1 Viertel mal minus 1. Das sind 9 Viertel. Und dann haben wir noch 1 minus 1 Viertel mal 5, das sind minus 1 Viertel. Die untere Zeile, da passiert nichts, die bleibt so stehen, also 4, 0, 2, minus 1 und 5. Und jetzt sollen wir hiervon die Determinante berechnen. Und da habe ich gesagt, wenn wir oben diese Dreiecksmatrix haben, also nur Nullen stehen haben, dann können wir einfach die Diagonalelemente multiplizieren. Das heißt, D ist gleich 4 mal 2 mal 4 mal 1 mal minus 10. 4 mal 2 mal 4 mal 1 mal minus 10. Dann haben wir da stehen 4 mal 4 ist 16 mal 2 ist 32 mal minus 10 ist minus 320.